Unter den deutschen Trainer ist der negative Trend gestoppt worden. Ein erster Erfolg. Aber heute droht wieder Gefahr von Nuoro und Co. Ibe kommt als formstarke Mannschaft nach Luzern und will die Serie fortführen. Das ist Vilotic mit einem langen Ball. Nuzzolo gewinnt das Luftduell. Kubo überläuft Rogul. Zibung muss nach 15 Sekunden bereits rettend eingreifen. Das ist gerade noch einmal gut gegangen für den FC Luzern. Aber nun übernimmt das Heimteam mehr und mehr das Spieldiktat. Der starke Janča gegen Hader Cionai. Dann Bosanić und es ist Sutter, der Luzerns Führung verhindert. Eine super Vorarbeit des Österreichers Janča. Auf der Außenbahn muss er sich durchsetzen. Und alle sehen den Ball schon im Tor. Und alle haben die Rechnung ohne Scott Sutter gemacht. Ibe mit Problemen, dabei wäre alles doch so einfach. Aber Luzern wirkt in dieser Phase zweikampfstärker und entschlossener. Eine halbe Stunde ist gespielt, Ibe findet kaum noch statt. Das ist Lescano. Er sieht am linken Flügel Janča. Und mit dessen Schlenzer hat Vogo so seine Probleme. Jakob Janča, auch heute wieder der auffälligste Mann der Innerschweizer. Die Geste von Milan Gajic zeigt es deutlich, der IB-Motor stottert. Kurz vor der Pause dann doch auch noch einmal die Gelb-Schwarzen. Nuzzolo flankt. Waro kann auflegen und Kubo hämmert den Ball ins Netz. IB führt 1:0. Der dritte Saisontreffer des Japaners. Und wieder ist Waro entscheidend beteiligt. Seine Kopfballvorlage ist schlicht perfekt, genauso wie der tolle Abschluss von Yuya Kubo. Ibe führt zur Pause. Fußball ist nicht immer logisch. Die Berner erwischen wieder den besseren Start, sind sofort präsent. Sutter sprintet links nach vorne, erhält den Ball. Versetzt Lescano und Steffen nickt ein. 90 Sekunden nach Wiederbeginn, 2:0 für Ibe. Eine sehr gute Vorarbeit von Sutter und in der Luzerner Abwehr können Rogul und Lustenberger Renato Steffen nicht wirksam stören. Luzerns Defensive ist die Schwachstelle. Bitter für den früheren Top-Verteidiger Markus Babbel. Kann sich der FC Luzern noch einmal aufrappeln? Es sieht nicht danach aus. Ibe ist jetzt stärker. Nuzzolo. Dann Steffen, akrobatisch. Huaro und Vilotic verpasst das 3:0. Der Ibe-Verteidiger wähnt sich offenbar im eigenen Strafraum und klärt hier für den Gegner. Nun ist es der FC Luzern, der überhaupt nicht mehr in die Gänge kommt. Waro. Kubo. Der Doppelpass mit Nuzzolo. Und David Zibung muss hier auch das Glück beanspruchen. Ibe ist ganz nahe dran am 3:0. Luzern verstärkt die Offensivbemühungen, stört früh und erfolgreich. Tiesson, dann Bosanić und der nutzt seine Freiheiten. Nur noch 2:1 führen die Berner. Geht da noch was für das Bubble-Team? Ein herrlicher Linksschuss des Australiers. Muss Uliforte noch einmal zittern um den Sieg? Es laufen schon die letzten Minuten. Der FC Luzern glaubt an seine Chance. Freuler, Vogo nur bis zu Schneuli, aber der verzieht. Ein Unentschieden hätte dem Spielverlauf sicherlich besser entsprochen. So aber jubelt am Schluss der Gast aus Bern. Die Siegesserie hält an. Der FC Luzern muss wieder eine Enttäuschung schlucken
und wartet immer noch auf den ersten Heimsieg. Das Publikum war heute wieder fantastisch, hat uns nach vorne gepeitscht. Selbst beim 0:2 waren keine Pfiffe zu hören. Und, und als wir das geschafft haben, dann ein Tor zu erzielen, war die Kulisse da. Es war eine tolle Stimmung. Und es ist einfach nur schade, dass man diese Leute einfach nicht belohnt. Freuler, wieder so ein Spiel, wo Luzern eigentlich dran gewesen wäre. Und trotzdem hat nichts dabei rausgeschaut. Wie kann man sich die Blockaden erklären? Ja, es ist natürlich schwierig. Wir kommen aus der Kabine, nehmen uns etwas vor und kommen nach 2 Minuten gleich 2-0 über. Das hat uns ein bisschen den Kopf abgeschnitten und von dem her sind wir zwar wieder zurückgekommen, aber es hat natürlich nicht mehr ganz gelangt. Es geht zu da, wenn man die Europa League noch mit einberechnet, ist das schon der 5. Pflichtspielsieg in Folge. Das ist schon fast ein bisschen unheimlich bei IB. Ja, wir haben schon in den vergangenen Jahren immer Tendenz gehabt, zum Reichen zu starten und das haben wir machen. Zum Glück Ende Vorrunde ist es gut aufgegangen, aber es ist noch nicht fertig. Wir haben noch 2 sehr wichtige Spiele und heute war es sehr schwer gewesen. Aber am Schluss hat es doch noch gelangt. Ich habe gesagt, nach dem Vaduz-Spiel, wenn wir hier rauskommen, Jungs, in der Kabine habe ich das erwähnt, wenn wir hier rauskommen, Jungs, dann kommen wir gestärkt raus. Und das ist jetzt der Fall. Oder? Wenn wir so ein Tief durchgemacht haben, wie wir das gemacht haben, dann ist das, wenn man sich nicht selber zerfleischt, ist das eine Erfahrung, die einem gestärkt rausgehen lässt. Und das haben wir jetzt gesehen im letzten Spiel.